Also mein Schatz, du bist ja hier unser Zeltfachmann und Spezialist, gell? Also, warum baust du dir dein Footprint selber? Oder unser, ist ja unser. Was dein ist, ist ja auch mein. Vorteil ist, er ist günstiger als der normale Footprint. Das ist normal eine Plane. Die wird Vorteil von dem Hersteller, du kannst den an das Zelt dran machen. Vorteil bei meinem, er ist wesentlich günstiger, 12 Euro kostet die Plane im Bauhaus. Dann brauchst du noch Ösen dazu und ein bisschen Schnur. Muss nicht unbedingt sein, die Schnur. Ich finde es besser zum Spannen auf dem Boden. Dann bist du bei ca. 20 Euro. Normalerweise kostet der Footprint um die 70 vom Hersteller. Wenn da mal ein Loch drin ist, das ist schade. Ja, ich gehe dann hin zum Bauhaus, baue mir ein neues, sind wieder 20 Euro drin. Das heißt also, ich habe die Möglichkeit, dreimal das den Footprint zu machen. Es kommt darauf an, wo man halt überall zeltet, ob es steinig ist, viele Dornen und was weiß ich sonst noch. Okay, also das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Warum braucht man ein Footprint überhaupt? Genau, den nimmt man zum Beispiel, um optimales Feuchtigkeitsmanagement zu haben. Das heißt? Dass die Feuchtigkeit vom Boden nicht hochkommt, die schlägt sich dann an der Plane nieder und kommt nicht ins Zelt rein. Dadurch kann man das Zelt viel besser belüften und es kommt das Kondenswasser ist fast weg, kann man sagen. Und wenn das Zelt optimal auch die Belüftung hat, dann ist das Kondenswasser kein Problem mehr. Und der Boden, wenn zum Beispiel auf dem Boden irgendwelche Steine sind, ich habe ein Zelt von 1996, das lebt immer noch, aber das hat das Problem, bei dem habe ich am Anfang keinen Footprint drunter gehabt, dass es kleine Löchlein nur drin hat. Schade, aber durch die Plane ist es wieder im Prinzip von unten auch dicht. Kommt also auch kein Wasser mehr rein. So, ich habe auch noch einen Vorteil von so einem Footprint. Man hat ein schönes Vorzelt. Da kann man all sein Gerümpel, was du mitnimmst, und es ist viel, wenn man mit dem Fahrrad zelten fährt, kannst du alles vorne ins Vorzelt machen und es wird trotzdem nicht nass. Okay, wir haben da noch unsere Ortliebtaschen und so, natürlich dabei. Aber unser Zelt, wo wir schlafen, ist schön kuschelig, gell? Genau. Ohne irgendein Zeugs. Genau. Gut. Und man kriegt keinen nassen Po von unten, wenn es regnet. Weil da ja die Plane das Wasser auch abhält. Ich glaube, das meinst du mit Wassermanagement, gell? Nee, furcht, die Bodenfeuchtigkeit geht ja hoch und schlägt sich dann an Zelt dann nieder. Das haben wir zum Beispiel gemerkt, wir waren am Zeltplatz in Hede vor einem Jahr und hat es nachts relativ stark geregnet. Und dann war ein Kollege aus Holland war dabei, zwei Pärchen aus den USA. Und die Zelte, die waren morgens richtig klamm innen drin, es hat das Wasser richtig an den Zeltbahnen gehangen und wir sind morgens gefahren. Klar, außen war es nass, das muss man dann abends ein bisschen trocknen, aber innen drin war das Zelt super trocken. Das heißt also, das hat man schon bemerkt. Perfekt, also ich schwöre auch auf so einen Footprint. Ich kann das jedem nur empfehlen. Also, jetzt wisst ihr, warum ein Footprint so wichtig ist. Eigentlich der Grund, warum ich überhaupt einen Footprint angefangen habe, selbst zu bauen, war der folgende. Das erste Zelt, wo ich hatte, das war ein Viermann-Zelt. Das habe ich im Schlussverkauf gekriegt. Die haben die Modelllinie umgestellt und dann war das Zelt dann relativ stark reduziert. Dann habe ich gesagt, okay, gut, das ist ein gutes Zelt. Kostet zwar viel, weil es von dem speziellen Hersteller ist, aber ist okay. Dann habe ich geguckt, gibt es den Footprint, hat es aber leider nicht mehr gegeben, weil waren alle ausverkauft. Deswegen habe ich dann angefangen, im Baumarkt zu gucken, wo ist die größte Plane. Und da habe ich mir die Plane dann hingelegt, genau nach demselben Vorgehen wie jetzt. Und war alles gut. Das heißt also, es kann gut sein, dass der Hersteller auch irgendwann mal die Footprint abkündigt. Das heißt also, falls euer Footprint dann kaputt wäre, könntet ihr so einen dann nachbauen. Perfekt, ich bedanke mich. So, wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Genießt euer Leben. Tschüss. Winken. Tschüss. Wenn dir der Inhalt des Videos gefallen hat, freue ich mich über dein Abo. Du verpasst kein Video mehr. Und gerne kannst du noch ein weiteres Video von mir anschauen. Ich wünsche dir viel Spaß und einen tollen Tag.